Wenn man von Weißkirchen nach Eppenstein kommt, fällt einem die Burgruine Eppenstein, welche auf einem 200 Meter hohen Felszahn thront, auf. Im Rahmen meiner Sommertour besuchte ich wieder mal die Burg Eppenstein. Die Ruine Eppenstein als eine der ehemals bedeutendsten Verteidigungsanlagen der heutigen Steiermark war und ist Zeuge einer ereignisreichen Vergangenheit der Region und somit eng mit der Entwicklung der Geschichte der Steiermark als einstige Grenzmark verbunden. Die Ruine stellt aus der heutigen Sicht einen Ort der Identifikation für Menschen und die Gemeinden der Region dar. Die ehemalige Burganlage stellt insofern ein gebautes Manifest sozialer Strukturen dar, als dass die unmittelbare Umgebung der Ruine jahrhundertelang von Besitz- und Herrschaftsverhältnissen auf der Burg geprägt worden war. Der gut ausgeschilderte Wanderweg führt teilweise steil nach oben. Der letzte Teil des Weges führt durch offenes Gelände mit vielen Blumen und Sträuchern am Wegrand. Der Wanderer erreicht zuerst die Vorburg. Der Zugang zur Burg wurde durch ein großes Geschützrondell und damit verbundene Vorwerke gesperrt. Die Mauern dieses halbkreisförmigen Rondells haben einen Durchmesser von 17 Meter und eine Dicke von 3 Meter. Sein Untergeschoss diente gelegentlich als Gefängnis. Diese mächtigen Renaissance-Befestigungen wurden um 1484 errichtet. Durch zwei zusätzliche Wegsperren und dem mit einer Zugbrücke versehenen eisernen Tor und mit einem weiteren, einst mit einem Fallgitter versehenen Tor, gelangte man in den schmalen, von Felsen umgebenen inneren Burghof. Die Schutzmauer, die das fast senkrecht abfallende Gelände sichert, wurde in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts angelegt. Als Sicherung dient heute ein Holzgeländer. Die alten Mauern sind abgestürzt. Im Zuge der Sicherung und Renovation der Burgruine hat der Burgverein trittsichere und stabile Treppen und Geländer montiert. Am Ende des Torbogens befindet sich eine Zisterne für die Trinkwasserversorgung der Burgbewohner damals. Historischer Fund in der Burgruine. Hier hinter diesem geschlossenen Tor fand man 2010 in den eingestürzten Ruinen der einstigen Rüstkammer über 1600 Armbrustbolzen, Teile eines Kettenhemdes
und ein nahezu vollständig erhaltener Brustharnisch aus der Zeit vor dem 15. Jahrhundert. Es ist überliefert, dass die Burg durch ein Erdbeben und Feuer im 16. Jahrhundert schwer beschädigt wurde. 1570 war nur noch ein kleiner Teil bewohnbar. In der Mitte des 17. Jahrhunderts wurde die Burg militärisch und verwaltungsmäßig nicht mehr benötigt und wurde endgültig zur Ruine. Nun bemüht sich der Eppensteiner Burgverein um die Sicherung und die Restaurierung der Anlage. Nun bin ich ganz oben angelangt. Als Belohnung für den Aufstieg habe ich eine einmalige Aussicht auf das Eichfeld von Vonsdorf, Zeltweg, Spielberg bis nach Knittelfeld. Vom letzten Treppenaufgang noch einen Blick in die Tiefe auf die Ruinen des halbkreisförmigen Rondells. Ja, aber das war heute nur in Seetreppen. Ich sehe ihn drum. Aber ich weiß es ja nicht für den hier. Mit einem Blick zum Zirbitzkogel schließe ich die Wanderung auf die Burg Eppenstein. Danke für die Aufmerksamkeit und bei einer anderen Gelegenheit.